So, meine Lieben, heute geht es um den Porsche 991.2 Turbo S mit Standard 580 PS und der bekommt Ladeluftkühler, IPD Plenum, Abgasanlage und Turbolader von TTE. So, Ladeluftkühlung und so ist schon alles drin, ja, weil das haben wir damals schon umgebaut und wir zeigen euch jetzt, wie wir die Turbolader verbauen von TTE. Ja, das sind 850er Lader. Unser Ziel ist bei dem Auto jetzt so um die 800 PS, mehr wollen wir gar nicht fahren. Ich denke mal, das Ding wird nachher mal so 1,7 Bar, 28 Grad Zündung und dann dürften das gute 800 PS sein. Wir checken 100 auf 200, wir messen die Leistung und jetzt legen wir los, Pipo. Also. Yeah, we about to lift off, ey, been here too long. Y'all better wake up, time for a new song. We going up in the way, up in the way, yeah. Ey, you better hold tight and you better embrace turbulence. Yeah, I never been a fan of the drama, but every journey got a few problems. You can't escape even if you got dollars. I bite the bullet, I know that where I'm headed is better. Yeah, the plane gon' shake, but I'm ahead of the weather. I'ma stand on faith, let them hold it together. I strip the dead weight, I'm on a whole nother level. Issues arise and I promise to fight hard, don't you let them astonish you. I know that where I'm going ain't an easy flight to take. Call a little buzz, but light years away. So, meine Lieben, die Lader sind draußen, wie ihr seht. Wenn wir jetzt einen Sauger, Zwischen, mach alles drauf, machen wir Saugmaschine jetzt. Jetzt, die sind draußen, jetzt zeige ich nochmal was. Pipo, komm mal mit, ich zeige dir das mal. Hier, schau mal den Unterschied. So, wir haben hier einmal Serienlader, wie du siehst, Verdichterseite hier vorne. Du hast auch hier noch so eine Kante drin, ne? So, im Gegensatz zum TTE-Turbolader, die haben hier alles aufgefräst, einen riesen Verdichter reingemacht. Da wird schon Bums durchgehen, ne? My fears remain, but I'm grinding through it. Sort of like turbulence, I'm a pilot through it. Writing my life story all inside the music. We never really arrived, forever a student. Yeah, we about to lift off, ayy. Been here too long. Y'all better wake up, time for a new song. We going up in the way, up in the way, yeah. Ayy, you better hold tight and you better embrace turbulence. So, Mechanik ist fertig. Ihr seht, es ist sehr trüb, sehr feucht auf den Straßen. Der Pipo hat gesagt, er hat Keuschiss. Wir gehen jetzt los, wir fahren, wir testen. Ich programmiere jetzt die Motorelektronik. Die Getriebeelektronik habe ich schon programmiert. Ja. Da habe ich auch diese Features reingemacht, dass man den siebten Gang schalten kann bei Sport Plus und so. Aber jetzt gucken wir erstmal, wie das Ding dann läuft, wenn ich jetzt die Software reinmache. Ne, Pipo? Ja. Pipo! Es ist so kalt! 4,5 Grad, du. Hä? Junge, so kalt. Hörst du das? Was ist das? Bei Porsche ist das immer so. Furchtbar. Ist das? Der schiebt, guck, ich weiß. Der schiebt so über die Vorderachse, ne? Ja. Wahnsinn. Da kriegst du Schiss beim ersten Mal. Aber wer hat nicht Schiss beim ersten Mal? Zum Beispiel mal die Räder ein bisschen warm machen, hä? Porsche ist einfach geil, Pipo. Da kannst du sagen, was du willst. Porsche ist Porsche und bleibt Porsche. Ihr wisst ja, mit dem Auto jetzt gegen so einen Bugatti, ne? Pipo, du weißt noch, wir haben ja ein Video vom Bugatti gemacht. Mhm. Und dazu möchte ich heute jetzt ein Statement sagen, weil viele mich gefragt haben, ja Jimmy, wo ist das Video vom Bugatti hin? Wir haben das jetzt mal rausgenommen, weil wir ein paar Sachen klären müssen. Und es kommt aber definitiv wieder online, ja? Wenn es online ist, dann könnt ihr es euch nochmal anschauen. Aber das Video ging ja eh brutal, ne Pipo? Ja. Das hatte ja in 3 Tagen fast 90.000 Aufrufe. Ja. Und wir klären jetzt dann noch ein paar Sachen. Wir müssen gucken und das kommt aber definitiv nochmal online. Dann kann sich das der, wo es noch nicht gesehen hat, nochmal angucken. Auf jeden Fall, da mit dem Bugatti sind wir ja Serie. Was sind wir da gefahren? 5,500, 200, gell? Ja. Ja. Und dann horchst du halt jetzt so ein Porsche, gell? Und bist halt schneller. Ist halt auch geil. Wie gesagt, nochmal zurück. Verbaut sind jetzt die Wagner Ladeluftkühler, das IPD Plenum. Dann ist drin 200 Zeller HJS Cut. Wir haben die Abgasanlage von uns, unsere eigene ist das mit Klappensteuerung. Und jetzt die TTE 850 Turbolader. Vom Druck her eingestellt auf 1,7 Bar. Mehr muss man da nicht fahren. Also die Farbe
muss ich sagen, hammermäßig, ne? Das ist dieses Dunkelrot von Porsche. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn das? Ist es Indischrot? Ist es Indischrot oder Kaminrot? Kaminrot, glaube ich. Und Indisch ist es. Ja, auf jeden Fall ist es ein sehr schönes Rot, ja. Und auch so die Details hier mit den roten Nähten hier im Leder. Ah, Pipo, weißt du, was wir machen können? Was denn? Ja, wir können doch auf die Autobahn fahren. Können wir auf die Autobahn so bis 300 halt mal geschwind. Aber einen Vorteil hast du ja jetzt. Weil bei dem schnellen Porsche in Abu Dhabi, wo wir gedreht haben, hast du ja nicht mal einen eigenen Sitz gehabt. Da warst du hinten drin wie der Hightower, gell? Genau. Wie ich sehe, hast du den besten Platz, Pipo, hä? Ja. Weißt du, an wen du mich gerade erinnerst? Ha? An der Hightower von Police Academy, dass ich seinen Sitz rausgerissen habe. Nur du bist etwas kleiner. Ja. So, ich bin jetzt hier in Sport Plus, ne? Und habe das Getriebe jetzt auch so programmiert, dass ich auch bis zum siebten Gang schalten kann. Ja, das ist für Topspeeds gut, weil bei 360 bist du im Drehsalbegrenze im sechsten Gang. Dann kannst du ja nochmal in den siebten, wenn du schneller fahren willst wie 360. Fahren wir mit den PP-Dingern? Nee. Hast du weggemacht? Ja. Ich habe schon gedacht. Ich hab schon gedacht, ich fahr schon wieder mit den Schildern. Nee, nee. Der Paul, ne? Der macht immer Bilder von Autos, lässt die drauf und dann fahre ich immer mit den Dinger. Und der vergisst die immer. Jetzt habe ich mit dem Deal laufen. Jedes Mal, wenn er es vergisst, muss er Mittagessen zahlen. Also bestimmt schon 6 Mal Mittagessen zahlt. Ey, Pipo. Ja? Kannst du dich noch erinnern hier, die schwarzen Rinder, die wir hier hatten? Ja. Jetzt stell dir vor, ich habe den Bauern davon kennengelernt. Ja. Der hat geschlachtet und ich habe mir 5 Kilo von so einem Rind geholt. Ohne Witz? Ja. Aber ich habe es noch nicht gemacht. Ich grill das dann. Beziehungsweise, nee, ich mache einen Braten. Das war für Braten. Und dann zeige ich dir, wie das geschmeckt hat. Ja, mach das mal. So, sollen wir ausprobieren? 100 auf 200. Ja, machen wir. 4,9 mit dir drin. Ja, und mit Traktionsproblemen. Ja, mit Megatraktionsproblemen. Ja. Jetzt machen wir die Leistungsmessung schnell, Pipo. Ja, ja. Ich meine, 0,100 brauchen wir jetzt hier gar nicht probieren, ne? Nee, nee. Das wäre ja Schwachsinn. Aber wir checken jetzt nochmal 100 auf 200. Huh, Pipo! Schau, 4,8 mit dir. Jetzt fahren wir zurück, machen wir eine Auswertung, auch von der Leistung. Dann gehst du mal raus, dann fahre ich mal alleine. Dann gucken wir, was er alleine macht, okay? Okay. Ich sag 4,6, weil bestimmt 2 Zehntel schneller. Was sagst du? Ich sag 4,5. Ah, bist du so schwer, oder was? Ich hab zugenommen, ohne Witz. Wie, du hast zugenommen? Ich sag euch mal was. Der Pipo, der nimmt immer nur zu, wenn er bei mir ist. Ja. Weil er bei mir ist. Meine Frau, die macht immer so viel Essen. Ich esse so viel, aber mein Bauch wird einfach nicht dicker. Ja, das ist, weil mein Stoffwechsel so gut ist, ne? Ja. Pipo? Ja. Ich bin halt... Maschine. Damn great. Also, dann sehen wir uns gleich im Büro, hä, bei der Auswertung. Schulz! Das war fast eine Punktlandung. Ne? Mhm. Also, wir haben jetzt in der Auswertung mit Zorik gemacht und wir kommen auf 796,6 PS und 997,9 Newtonmeter. Ja? Wunderbar. Wenn du dir das Diagramm anschaust, schau dir mal, der hat wirklich die maximale Leistung bei Drehzahlende. Ne? Also das Ding marschiert einfach, das hört einfach nicht auf. Ja, das ist brutal. Da bin ich zufrieden, die Zeit... Ich fahre jetzt gleich ja nochmal alleine die 100 auf 200, bin ich gespannt, ja. Hier haben wir mal so die Messwerte, wo ich euch mal zeigen kann. Ich habe ja hier zum Beispiel einen Ladedruck, ja. Sollwert, ja, 1,64 jetzt hier zum Beispiel und je nachdem, was für Temperaturen der hat, korrigiert er. Also im Schnitt fahren wir 1,65, 1,7 bar, ja. Und deswegen kommen wir auch auf die Leistung. Von der Zündwinkelrücknahme schauen wir uns mal an. Da liegen wir auch eigentlich perfekt. Ja, wir haben hier jetzt, also das ist jetzt Volllast. Ihr seht jetzt hier, mit diesen 1,7 Bar fahren wir eine Zündung von 26,625 Grad und haben Rücknahme auf Zylinder 1, auf Zylinder 4 und auf Zylinder 6 jeweils 1 Grad, 1 Grad, 2 Grad. Also ist ein Witz. Mhm. Ja, und
Der Kunde tankt eh nur 102, von daher weiß ich, dass er lange glücklich sein wird. Bin gespannt, was er Topspeed fährt, weil der Kunde ist so einer, der fährt gerne Topspeed. Bin ich gespannt, was er macht. Das Video schickt er uns bestimmt zu, dann... Gehe ich alleine schnell fahren, ja, und dann sind wir fertig. Na, Pipo? Mhm. Pipo! Na? Du hast recht gehabt, Alter. Warte. 4,500 auf 200. 100 auf 200, 4,5 Sekunden. Der Pipo wiegt 94 Kilo und mit dem Pipo waren es 4,8, Herrgott sagt. Den Pipo nehme ich nicht mehr mit. Nee, also, ich bin zufrieden. Wie du siehst, haben wir jetzt 16 Uhr, 18, Alter, es wird dunkel, wir machen jetzt Feierabend, der Pipo geht mit mir heim, wir drehen morgen noch ein Auto und der Pipo hat Hunger, hat er gesagt. Meine Frau hat bestimmt schon leckeres Essen gemacht. Dann lass uns jetzt fertig machen, ne? Ja.